Wenn ich was getan habe, wenn ich mich bewegt habe, dann geht's mir gut. Wer rastet, der rostet, das weiß jeder. Tanzen ist die charmanteste Art, Gymnastik zu machen. Beim Tanzen verbessert sich ganz eindeutig die Haltung der Kinder. Man ist einfach fitter, man ist einfach fröhlicher auch drauf. Ich mache gerne Gymnastik, weil es meinem Körper und meiner Seele gut tut. Der Bewegungsablauf vom Knochenbau her, also ist wunderbar. Ich fühle mich einfach viel wohler, ich kann besser laufen, ich kann mich besser bewegen, rundum. Das Selbstbewusstsein wird dadurch gestärkt. Und die Freude, die ich selber habe an den Übungen, dass ich das an den Leuten übertrage. Und dann sind die auch gerne dabei und machen es genauso gerne wie die Übungsleiterin. Der Bewegungsablauf ist leichter. Ganz egal, ob ich jetzt Schulter, Rücken, Knie, Füße nehme. Die Muskeln sind nicht so verkrampft, es ist keine Blockade drin. Ist alles lockerer. Und das ist ja sehr wichtig durch die ständige Gymnastik. Nicht nur einmal im Jahr, ständig. Jede Woche einmal am besten wäre jeden Tag. Gymnastik ist auch Training für den Kopf. Da ist eine Dame, auch schon eine ältere Dame, die kam sonst auf der Matte gar nicht rauf und runter. Die hat sehr stark Arthrose. Und seit einem Vierteljahr kommt sie jetzt alleine, kann sie alleine sich auf die Matte hinsetzen und auch alleine wieder aufstehen. Und das ist ja ein Erfolg. Die Übungen werden langsam gemacht. Wir machen auch zwischendurch Pause, wenn wir jetzt ein anderes Gerät tun, zum Beispiel Libelle oder so. Dann wird ja zwischendurch aufgestanden, ist nicht zu anstrengend. Zwei Männer nur. Das hat erstmal ein bisschen Überwindung gekostet. Die ganzen Lockerungen, Auflockerungen bekommen mir gut. Ich fühle mich hinterher wie neu geboren. Ja, man nimmt alles einfach gelassener, man ist fröhlich und mir tut es einfach gut. Damit wir nicht versteifen, damit wir gelenkig bleiben. Wenn ich so meine Altersgenossen ansehe, die Mehrzahl von denen ist nicht so fit wie ich. Und manchmal werde ich auch beneidet. Mensch, du bist noch fit für dein Alter. Aber man muss ja was dafür tun. Ich komme immer wieder, weil ich mich lockere dabei. Ja, ich glaube, ich bin einfach wieder ich geworden. Wasser ist ein Lebenselixier. Menschen, die ins Wasser gehen, und das sehe ich auch bei meinen Wassergymnastikgruppen, die sind immer fröhlich, sie lachen. Sie sind immer, ja, es ist nie was Todernstes, es ist was Vergnügtes. Die Beweglichkeit wird durch Wassergymnastik ganz erheblich gefördert. Nicht nur die Muskulatur wird gestärkt, weil wir ja auch eine Art Krafttraining im Wasser machen, sondern die Beweglichkeit natürlich. Das Wasser hebt ja die Schwerkraft des Körpers auf und Sie können im Wasser sehr viel mehr tun, als Sie am Land können. Und dadurch werden Gelenke bewegt und Dinge gemacht, die man sonst eben nicht mehr kann. Es ist eben auch der ganze Kreislauf, der angeregt wird. Und das ist gut für das Herz-Kreislauf-System. Wir freuen uns, wenn Nichtschwimmer kommen, weil die die Angst vorm Wasser verlieren, wenn sie bei uns in der Wassergymnastik mitmachen. Sie lernen da, dass man eben auch ohne schwimmen können zu müssen, Bewegungen im Wasser machen kann, die einem sonst im Trockenen verwehrt sind. Erstes Mal macht es viel Spaß. Wir wollen was für unsere Gesundheit tun. Man ist beweglicher, man hat also mehr Kondition. Wenn man regelmäßig hierher geht in die Wassergymnastik, man hat eine bessere Kondition bei vielen Dingen. Und die Gelenke werden nicht so steif, man ist immer frisch und munter. Ich bin sonst kein großer Sportler, aber das ist etwas, was man mit im Alter, in jüngeren Jahren ganz bequem tun kann, ohne dass man da Probleme hat. Besser ist an der Wassergymnastik, dass die Bewegungen eigentlich leichter fallen. Und wenn jemand Beschwerden hat, fällt ihm die Gymnastik im Wasser viel leichter. Ich empfehle Bewegung aus medizinischer Sicht, weil sie Leib und Seele gleichermaßen gut tut. Man wird ja im Alter zunehmend mehr durch
allerlei kleine Gebrechlichkeiten beeinträchtigt. Und wenn man dann die Kraft hat und auch die Koordination, seine Bewegungsabläufe zu steuern, ist man zum Beispiel besser geschützt vor Stürzen. Bewegung verhindert auch Entwicklung von Demenz und kann auch Depressionen zurückdrängen, also Stimmungen aufhellen. Und es gilt auch vor allen Dingen, man kann jederzeit mit Bewegung anfangen. Man sollte nicht sagen, nee, dafür bin ich jetzt zu alt. Das gilt nicht. Man kann mit 60, 70, 80 anfangen mit Bewegung und man kommt auch langsam und gelassen zu guten Ergebnissen. Am Tanzen gefällt den Kindern, dass sie sich zur Musik bewegen können, dass sie zusammen was machen können, dass sie was lernen und dass sie einfach ein bisschen spielen können und gleichzeitig aber neue Sachen lernen. So fangen wir eigentlich immer an, dass sie erstmal ein bisschen warm werden und sich ein bisschen bewegen. Und danach kommen dann so ein paar kleine Tänze, bei denen sie dann lernen, sich zu der Musik, auf die Musik zu hören, sich danach zu bewegen. Und das sind verschiedene Choreografien, die sie schon ganz gut können. Und dann lernen sie immer ein bisschen was Neues. Dann gibt es zum Beispiel die Tiere, da müssen sie sich nach der Musik bewegen und raten, welches Tier es sein könnte. Die Veränderung bei den Kindern ist, dass sie ein anderes Körperbewusstsein bekommen, dass sie sich besser konzentrieren können und dass sie auch immer mehr Lust bekommen und Spaß bei der Sache. Beim Tanzen verbessert sich ganz eindeutig die Haltung der Kinder. Das fördern wir deswegen auch besonders, dass viele Übungen zur Rückenmuskulatur da sind und natürlich spielerisch, dass sie es nicht merken, aber man merkt da auch einen Unterschied. Hatha Yoga ist eine aus Indien stammende uralte Lebensweisheit, die auf einem Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele beruht. Ja, die günstigen Wirkungen von Yoga-Übungen sind Bewegung und Ruhe, Anspannung und Entspannung und Konzentration und Ausdauer. Das Hauptziel von Hatha Yoga ist ein körperliches und geistiges zur Ruhe kommen und eine Stärkung an Leib und Seele zu erreichen. Dieses gemeinsame Üben, ich gebe und die anderen nehmen und geben mir auch so viel wieder. Es ist also, ich kann das eigentlich so mit Worten gar nicht beschreiben, was alles so rüberkommt und mir Kraft gibt, eigentlich auch für die ganze Woche. Und jeder geht an seine Grenzen. Wir wollen uns nicht überfordern, sondern ganz achtsam sein mit unserem Körper, gucken, wie weit kann ich gehen. Natürlich haben wir auch das Ziel, unsere Grenzen zu erweitern, aber nur ganz allmählich und langsam. Ich habe ein besseres Gleichgewicht. Ich kann ausdauernder gehen. Was ganz, ganz wichtig ist, ich habe eine bessere Sitzhaltung eingenommen. Also im Großen und Ganzen ist es für mich das Positive überhaupt, neben dem Gehen. Ich habe eine innere Unruhe schon eigentlich wahrscheinlich mein Leben lang gehabt. Und wenn ich Yoga mache, dann bin ich ausgeglichen hinterher. Und jetzt merke ich, seitdem ich wieder Yoga mache, ich brauche keine Schmerztabletten mehr, nur im äußersten Notfall, weil ja die Mehrdurchblutung da ist und die Beweglichkeit des Band- und Stützapparates. Und somit ist das für mich einfach mehr Lebensqualität. Also mir persönlich tut es sehr, sehr gut. Die Übungen, die ich gerade gemacht habe, waren dafür gut, einmal das Gleichgewicht zu stabilisieren. Im Alter ist das schon ein bisschen schwierig, lässt das ein bisschen nach. Und andererseits Muskelaufbautraining, Arme und Beine. Die Übungen trainieren genau, die Muskeln, ist richtig, und aber auch mein Gleichgewicht, dass ich ein sicheres Auftreten habe. Mein gesamtes Auftreten verändert sich dadurch. Viel selbstbewusster, sicherer. Also nach meinen Erfahrungen merke ich eine Veränderung so nach 6 bis 8 Wochen. Leistungsfähigkeit ist wesentlich höher geworden seitdem. Körperliche Leistungsfähigkeit wie auch Stressbewältigung im Alltag. Und wenn ich mich in den Sessel setze und Fernsehen gucke, das ist nicht so ganz optimal für die Fitness. Bewegung ist gut. Und es ist die Begeisterung dafür, dass die mich jede Woche wieder zum Tanzen bringt. Ich kann da nicht mehr von lassen.